Jubiläumshallenturnier der Union Esternberg vom 26. Dezember 2015 bis 4. Jänner 2016 in der Sporthalle Schärding mit Teams wie Liverpool, Tottenham, Hamburg SV oder Grasshoppers Zürich. www.esternberg.com. Wer da nicht dabei ist, der bestraft sich selbst. 31. Dezember 2015, Silvesterlauf Peuerbach. Der von der Union IGLA Long Life Lattenbach organisierte bestbesetzte Silvesterlauf Europas. Silvesterlauf.at. Freizeit ohne Grenzen. Klingt gut. Noch besser hört sich das für Menschen mit Behinderung an. Bergwandern, Schwimmen, Skifahren oder Ballsportarten. Alles Dinge, die das No Limits Referat für Menschen, die mit Einschränkungen leben, möglich macht. Wir haben uns schon vor über 30 Jahren auf den Weg gemacht im Behindertensport, denn der Sport führt zusammen, baut Brücken und kennt keine Grenzen. Und dementsprechend haben wir auch eine Organisation ins Leben gerufen, No Limits, die vieles möglich macht, Unmögliches möglich macht, wo wir auch viele Teilnehmer haben, die aus ganz Österreich zu uns nach Oberösterreich kommen, um zum Beispiel Wasserski zu fahren. Das gibt es für Menschen mit Einschränkungen in ganz Österreich nirgendwo und auch darüber hinaus nicht. Und da danke ich vor allem dem Edi Scheibl, der sich vor 3 Jahrzehnten auf den Weg gemacht hat, der heute eine Organisation hat, die an die 15 Vereine umfasst mit Menschen mit Einschränkungen, die letztendlich Sport in Vollendung ausüben können. Das hat sich entwickelt aus dem sehr Behindertenarbeit, mit der haben wir 1984 begonnen und 2001 bin ich dann als Lehrer freigestellt worden für die Behindertenarbeit und das war der Startpunkt von No Limits und das hat sich so entwickelt, dass wir Vereine gegründet haben, um das Weiterleben zu sichern. Ich habe geschaut, dass ich sehr gute Mitarbeiter kriege, die dann als Nachfolger in Frage kommen. Begegnung, Freundschaft, Lebensfreude heißt das Motto bei No Limits. Und genau diese Lebenseinstellung sieht man beim Festabend von No Limits in der Welser Stadthalle. Ja, Freizeit ohne Grenzen heißt, wir wollen den Leuten Dinge bieten, die sie unter normalen Umständen nicht tun können. Und was das Wichtigste ist für mich, eine Vernetzung von verschiedenen Einrichtungen und Vereinen. Mit dabei an diesem Abend sind auch viele Sportler, die olympische Medaillen, Welt- oder Staatsmeistertitel ihr eigen nennen dürfen. Ich bin von 1995 bis 2013 im Austria Skiteam gewesen, habe in die 19 Jahre 5 Goldmedaillen bei Paralympics gemacht, habe leider meine Karriere mit einem Beinbruch beenden müssen und dadurch, dass ich links Knie amputiert bin, wenn du natürlich den rechten Fuß brichst und das dann nach einer Serie insgesamt mit 7-8 Brüchen, war das dann ein klassisches Karriereende. Mein Ziel war, dass ich irgendwo nach meiner Karriere weiterarbeiten kann oder irgendwo Hilfestellungen geben kann in dem, was ich gemacht habe und auch die Erfahrungen weitergeben. Und habe dann in der Sportunion selbst eine sehr interessante Tätigkeit aufgenommen. Also ich bin jetzt Vizepräsidentin. Ich bin Rüstig-Basketballtrainer bei den Rolling Bones in Grieskirchen. Ich spiele selber schon einige Jahre Meisterschaft in Salzburg mit der Salzburger Mannschaft. Zweifacher Staatsmeister in Rüstig-Basketball. Ich bin von Grund auf im Paratriathlon dabei gewesen. Ich war 2007 in Rimini, da war es noch der Duathlon, da hat es noch den Triathlon noch gar nicht so richtig gegeben. Seit letztem Jahr ist Paratriathlon noch ein olympisch geworden und seitdem geht auch alles in diese Richtung. Da ist Duathlon ist eher schon im Hintertreffen, aber bei Triathlon da spielt er sich richtig ab. Sport braucht Vorbilder, denn erfolgreiche Menschen motivieren zur Nachahmung. Auch oder gerade im Behindertensport. Der Fest- und Informationsabend Freizeit ohne Grenzen zeigt auf, was alles möglich ist, wenn man an sich und seine eigenen Fähigkeiten glaubt. Ich heiße Corinna Weilhartner, komme vom Bezirk Schärding und ich bin Mitglied bei den Rolling Bones, also Rollstuhlbasketball. Erfolge? Ich spiele leider nicht persönlich mit. Ich bin nur so ein Maskottchen so auf die Art und ja. Also wir haben
Also wir haben uns einfach überlegt, in der Freizeit irgendwas messen wir auch, weil sonst wird es zwar nur vor dem Computer sitzen oder daheim sitzen. Und dann haben wir gesagt, ja, schauen wir mal, was geht. Dann haben wir angefangen mit Handball spielen. Dann sind wir aber draufgekommen, dass es da keine Meisterschaft und nichts gibt. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir es mit Basketball. Dies gilt nicht nur im Bereich Sport. Auch bei vielen anderen Freizeitmöglichkeiten heißt es für unsere Mitmenschen, die mit Einschränkungen leben, no limits. Eine große Hilfe ist ihnen dabei wohl auch der größte Sportdienstleister des Landes ob der Enns, die Sportunion Oberösterreich. Sport, Bildung, Freizeit, Hilfe. Dafür steht das Referat No Limits. Und damit wohl auch für die Zauberworte. Begegnung, Freundschaft, Lebensfreude.